could, the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette. As Thomas, looking left and right, he goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chain. Patrick Neat, the factory race crew car, has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche. It's back on its wheels and it can keep going. Hallihallo, liebe Sim-Racing-Fans und Rennsport-Enthusiasten. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen von der Tech Global Challenge aus Oldenburg in England. Und heute am Start ein ganz, ganz besonderer Fahrer, Jesse Krohn. Ihr seht hier BMW-Werksfahrer. Natürlich direkt auf Pole Position. Dahinter haben wir den Marek Stutnika, den Enrico Leonhardt. Wir haben auf dem 4. Platz mich selbst, im 5. der Laurent Bojan, der 6. James Cope, 7. Brian Kevin, 8. Bank Vincent, 9. Evgeny Litsunov, der einzige Starter hier im Kia Optima, Angel Garcia Gonzalez, John Bevins und Oliver Debouchés. Und dann schauen wir mal. Jetzt 25 Minuten Renndauer, ein Fast Repair, Fix Setup und alle haben dasselbe Auto, wobei es eigentlich hier zwei Klassen gibt, nur in Kia Optima, da sind halt nicht so viele am Start. Da startet halt nur der Evgeny Litsunov. Und da ist das ganze Feld auch schon auf die Reise gegangen. Von Jesse Krohn, wie ich gesagt habe, direkt in Führung gegangen, dahinter der Marek Kutika und der Enrico. Auf dem 4. bin ich. Oh, alles gut gegangen. Laurent Bojan auf dem 5. auf Platz 6. Ich sehe es hier. James Cook, der jetzt versucht, an dem Laurent Bojan vorbeizugehen. Und das auch schafft. Damit James Cook jetzt in den Top 5. Dahinter Laurent Bojan, Bank Vincent, Brian Gavin und Angel Gonzalez. Oh, ich glaube, der Laurent Bojan hat ein paar Probleme. Der nächste geht hier vorbei. Der Bank Vincent jetzt und Brian Gavin ist auch schon hinten dran. Bisher alles gut gegangen. Keine Unfälle oder Ausfälle zu erkennen. Fällt noch recht übersichtlich, alle beisammen. Und da geht der Erste auch schon, da geht der Erste auch schon fliegen, bis es sich um James Cook handelt. Oh ja, da müssen wir doch nochmal gucken hier, was passiert ist. Der James Cook, Verfolgung von mir, ist ein bisschen ins Wackeln gekommen, kommt das Grün raus und die Kiste geht ab. Einmal eingeschlagen, wir sehen das Auto rum vorne. Naja. Nutzen wir es als Übung und weiter geht's. Und dann seht ihr hier mal den Laurent Bojan, der hier auch abgeflogen ist. Zum Glück nichts passiert, nur eingedreht. Aber hat er einen auf dem Heckbügel bekommen von Brian Gavin, der jetzt auch einen Heckbügel hat. Obwohl er eigentlich jetzt hier gar nichts weiter passiert ist, aber der Heckbügel ist abgeknickt. Hier Platz 4, das bin ich, und vor mir mein Teamkollege, der Enrico. Platz 3 und 4, unser ewiges Duell. Hier haben wir den Laurent Bojan jetzt als letzter der noch fahrenden Cadillacs unterwegs, James Cook. Und die beiden führenden, Jesse Krohn und Marek Stutnika, sind schon im ganzen Feld enteilt. Runde 2 von 16 ungefähr werden Zeit. So langsam zieht sich das Feld hier schon ein bisschen auseinander. Noch kann ich Anschluss halten an mein Teamkollegen. Ich sage nochmal, dass ich ihn kenne und wir schon öfter Rennen miteinander gefahren sind. Ich weiß, dass der Zustand nicht lange anhalten wird.
da selber sind. Dann John Bevins, der jetzt wieder an dem Jevgeny Lizunov vorbeigegangen ist, der hier versucht, sein Rennen einsam und verlassen alleine zu fahren. Ja, Abstand schon ist größer geworden zwischen meinen Kollegen und mir. Anfang Runde 3. Auch bisher erstaunlich wenig Zwischenfälle. Richtige Ausfälle hat es bisher gar keine gegeben. Und hier sehen wir den Ben Vincent jetzt, der sich festgesetzt hat auf dem Platz dahinter, der Brian Devin. Der, ihr seht, mit dem krummen Heckbügel ein bisschen zu kämpfen hat. Da haben wir den Angel Gonzalez, der jetzt schon drei Plätze gut gemacht hat. Und hinter ihm der Lauren Bujan, der versucht, verlorenen Boden wieder aufzuholen. Ah, da haben wir den nächsten Zwischenfall. Wir sehen hier den John Bevins. Am Anfang auf Position 9 gestanden. Aus heiterem Himmel abgeflogen, aber nochmal ganz großes Glück gehabt und haarscharf an der Katastrophe vorbeigeschnitten. Nicht eingeschlafen. Obwohl der Heckflügel irgendwo scheinbar dran gekommen ist. Der ist gleich rum. Das war ja für die Krux bei den Autos. Da hat man auch nur von Weitem irgendein Hindernis schief angeguckt, das Auto war schon sofort kaputt. Aber jetzt macht der Lauren Bujan langsam Druck auf den Angel Gonzalez, der sich noch nicht beeindrucken lässt. Ja, mal schauen. Ich denke mal, dass er doch kurz oder lang vorbeigeht. Aber der Angel macht das ja geschickt. Lässt ihm nicht viele Möglichkeiten. War unser Kampf hier. Hier sind wir wieder vorne, ganz vorne. Jesse Bohn, der jetzt mittlerweile schon 3,5 Sekunden Abstand hat zum Marek Stutnika. Ihr seht ihn hier, wieder Nummer 1. Platz 2 liegen, dahinter hier meinen Teamkollegen, den Enrico Leonhard. Und dahinter bin ich dann. Und hier haben wir hinten mal wieder den Kampf zwischen Angel Gonzalez und Lauren Bujan, der jetzt vorbeigeht, oder zumindest versucht, aber über den Randstein rumpelt. Jetzt sehen wir das noch einmal. Ein bisschen sehr ungeschickt gelöst. Aber zum Glück nichts passiert und zum Glück hat er auch den Angel Gonzalez hier abgeräumt. So dass der Kampf sich weiter fortführen wird jetzt. Wird sicher über kurz oder lang hier vorbeigehen. Und ich hoffe mal, dass wir den Angel Gonzalez nicht mit abräumen. Der hier offensichtlich auch ein paar Probleme hat, die Strecke immer genau zu treffen. Immer wieder bei Jesse Bohn, der jetzt in die fünfte Runde geht. Und seinen Vorsprung immer weiter ausbaut. Und hier weiterhin das einzig spannende Duell gerade im Rennen. Angel Gonzalez vorne und dem Lauren Bujan, der jetzt vorbeigeht. Mal gucken, wie lange man sein Auto auf der Strecke halten kann. Jetzt sofort kann er einen Gap aufmachen. Hier sind wir wieder ein Stück weiter vorne, das bin ich. Jetzt mittlerweile nach vorne 4 Sekunden und nach hinten 6. Fahre ich einsam und verlasse meinen Rennen. Ich versuche einfach keine Fehler zu machen. Hier haben wir den Enrico auf Platz 3 liegen, der jetzt auch nach vorne 6 Sekunden und nach hinten 4 Sekunden hat. Und hier sein Rhythmus fertig haben wir den Marek Stutnika. Mittlerweile 4,5 Sekunden Abstand auf den Führenden. Fährt ein blitzsauberes Rennen. Aber man sieht schon den Unterschied zwischen den Profi und den Nicht-Profi. Die
Pace vom Jesse, die kann hier keiner mitgehen. Hätte mich auch gewundert, muss ich ehrlich sagen. Weil wir ja hier nicht in einem sehr hochklassischen Rennen sind. Wir sind hier in der Fanatec Global Challenge, an der praktisch jeder teilnehmen kann, der bei iRacing eingeloggt ist. Jetzt sehen wir wieder den Marek Stutnika. Weiter hier vorne, der Jesse, der jetzt so langsam auf den Lizunov aufläuft, ihr seht es. Und, da hat er aber keine Geduld gehabt. Den hat er erstmal schön, da hat er aber Glück gehabt. Jesse hier, sehen Sie mal. Das musst du aber als Profi anders einschätzen. Der ist hier, hat hier die falsche Ecke gewählt und ist direkt in den Kopf gefahren, weil er ja wahrscheinlich der Meinung war, Lizunov macht einen Platz, aber Lizunov, der ist auf seiner Linie geblieben, wie das immer die Rennvorgabe ist, und hat hier keinen Fehler erlaubt, während der Jesse eben bestimmt den Kopf gehämmert ist. Hat er aber Glück, dass sein Auto nicht weiter beschädigt ist und er kann das Rennen fortsetzen. Aber natürlich ist sein Bild schöner vorgekommen, jetzt ein ganzes Stück geschmolzen. Hier sehen wir mal den Frank Vincent und dahinter den Brian Gavin. Werden wir hier den Enrico sehen, der dem Jesse mal zeigt, hier, wie man einen Corona überholt, ohne Zeit zu verlieren. Wir haben jetzt mehr als ein Drittel absolviert und auch hier der Jesini, der macht ja auch mal einen Abstecher. Obwohl er eigentlich gar keinen Druck hat, weil er ja der Einzige in seiner Klasse ist. Jetzt sind wir hier bei Frank Vincent, Platz 5, dahinter Brian Gavin, Platz 6, ungefähr eine Sekunde Abstand und dann knapp eine Lücke von 100 Platz. Hier bin ich auch ein ganzes Stück weit weg und Lizunov, der holt sich sicher erstmal seinen Fast ja abdenken. Hier haben wir nochmal den John Bevins. Nächster Zwischenfall, denke ich mal. Und auch noch böse eingetragen. Ja. Das gibt erstmal Standzeit und fast Herzi. Ja, so langsam kann hier auch perfekt einen Vorsprung rausfahren. Der Evgeni, der Laurent Bojan an dem Evgeni Lizunov vorbei. Wir haben fast Halbzeit jetzt mittlerweile. Hier haben wir den Frank Vincent. Der und hier haben wir unseren Jesse Brohn. Seht ihr mal von vorne, wie der jetzt aussieht nach seinem Crash. Aber es scheint keinerlei Beeinträchtigung oder sowas zu haben. Denn er fährt trotzdem weiter einfach verlassen sein Rennen. Werden wir Marek Stutnika auch fehlerfrei 3,5 Sekunden hinter ihm liegt und da hinter dem nochmal 8 Sekunden für Enrico, der sowohl nach vorne und als auch nach hinten jetzt mittlerweile 8 Sekunden hat und auf seinem gefestigten Podestplatz das Bestmögliche rausholt, was geht, was beim Enrico meistens der Fall ist. Und hier seht ihr mich, der versucht irgendwie Anschluss zu halten und auch ein fehlerfreies Rennen hinlegt. Was natürlich ein bisschen langweilig ist, da nach vorne und hinten ziemlich viel Platz ist, aber auch hier Beck Vincent, absolut fehlerfrei bisher. Hinter ihm Brian Gavin, nur beim Überholen mal an seinem Kollegen angesetzt, aber sonst nichts passiert. Beide sauberes Rennen. Obwohl ich gerade sehe, dass hier doch Brian Gavin, kaum habe ich gesagt, auch schon wieder einen kleinen Ausritt hat, aber wir sehen es hier noch einmal, einfach ein bisschen zu weit rausgekommen, hat das Auto noch vernünftig abgefangen, konnte irgendwelche Unfälle und sowas verhindern und hat das Auto wieder auf Kurs gebracht. Nichts passiert, keine Position verloren, nur der letzte interessante Kampf hat sich jetzt dann auch in Rauchern gelöst. Ihr seht hier, Jesse Brohn weiterhin souverän und einsam in Führung. Aber so langsam wollte Marek Stutnika ab. Wir gehen jetzt in die 9. Runde.
und 8 sind wir. Jetzt geht's in die 9. Runde. Also noch 7 übrig. Und noch 2,5 Sekunden. Oh, hier geht der nächste Speed. Mac Vincent, Platz 5. Das ist aber schade. Bisher absolut fehlerfrei. Schmeißt er die Kiste weg. Und Brian Gavin kann vorbeigehen. Wir sehen hier nochmal warum. Oh. Auf dem Rand. Auf den Grünstreifen gekommen mit seinem Rad. Und da gibt es kein Halten mehr. Er hat aber im Gegensatz zum John Webbins Glück gehabt und ist nicht geradeaus stumpf in die Mauer eingeschlagen, sondern hat einen Einschlag verhindern können. Ist einfach nur ein bisschen durch die Gegend geeiert und hat halt seinen Platz verloren und muss jetzt wieder hart kämpfen, um an den Brian Gavin dranzukommen. Mittlerweile ist das Duo hier 11 Sekunden Rückstand zu mir, sodass ich ganz in Ruhe und völlig ohne Druck mein eigenes Rennen zu Ende fahren kann. Deshalb bleiben wir hier auch bei dem Duo, weil das das einzig interessante Duell zur Zeit ist. Bei allen anderen ist der Abstand ein ganzes Stück größer. Ich versuche einfach alle nur ihr Rennen vernünftig zu Ende zu bringen. Aber Beck Vincent, er kommt auch nicht mehr dran. Und Brian Gavin leistet sich keine gröberen Fehler. Jetzt sind wir wieder vorne bei meinem Teamkollegen Enrico Leonhard, unser Fast Any. Absolut fehlerfrei, dahinter bin ich auch. Fehlerfrei, halt müh langsamer. Und jetzt stellen wir hier mal den Beck Vincent auf den 6. Platz, der sich wieder gefangen hat. Jetzt sind wir wieder ganz vorne, Cassie Cohn, der den Abstand zu seinem Hintermann jetzt ein bisschen konstant halten kann. Und wahrscheinlich sein Gegenwärter, auch Marek Kutnika, keinerlei Fehler leistet und sauber sein Rennen durchzieht. Jetzt hat nicht so viel interessant zur Strecke, weil sie alle ihre Plätze bezogen haben. Und wenn hier keiner irgendwelche gröberen Unfälle baut oder irgendwelchen Mist macht, dann wird sich die Prozession dann auch bis ins Ziel halten. Bei Gavin jetzt mittlerweile 1,5 Sekunden Abstand, der vergrößert sich ein Stück. Weil ihr seht hier, Mac Vincent hat Probleme und einen Faden verloren. Und jetzt haben wir mal hier wieder Laurent Bojan, nächsten 8 Escher. Nicht viel passiert, hat nur die Kurve niedrig gekickt. Hat aber das Auto nochmal eingefangen. Fährt ja eh einsam und verlassen, so dass keine Plätze verloren hat. Der Angel Gonzalez. Ich schätze mal, es ist noch ein junger Anfänger. Hier haben wir James Cope, der am Anfang mal sein Auto kräftig weggefeuert hat. Und jetzt versucht Anschluss zu finden. Abstand zu ihm vorne, Angel Gonzalez, mittlerweile 15 Sekunden. Und wenn der Angel da einen höheren Mist macht, denke ich mal, wird er von dem James auch keine Probleme zu kaufen haben. Hier hat auch der Marek Stupnika so seine Probleme, denn wir gehen in die Zunahme zu überholen. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Und jetzt sehen wir hier nochmal den Lizune. Uiuiui. Zum Glück hier, da fährt Annie und nimmt seinen Weg an ihm vorbei, und nichts passiert. Hier wurde ganz vorne Jesse Cohn. Runde 11. Geht gleich in die 12. Runde und bis auf den kleinen Zwischenfall mit dem Mizuno leistet sich hier keinerlei Fehler. Jesse Cohn aktuell ADAC GT Master Starter im BMW M6 GT3 vom Team Schubert.
fährt WEC Einsätze so Langstrecke von der BMW. Immer wieder beim Enrico, der sauber einsam und verlassen sein Leisen zieht. Jesse Brun. Abstand hält sich konstant bei ungefähr 2 Sekunden, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber alles in allem leistet es sich kaum Fehler. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass ich mal wirklich also langsam, aber sicher erholen. Und es gar nicht mehr so lange dauern wird, dass wir vielleicht doch noch mal einen spannenden Endkampf hier sehen. Mittlerweile 1,7, 1,8 Sekunden hat er also schon fast eine halbe Sekunde runtergefallen. Ich denke mal, der Jesse, der wird vielleicht kontrollieren. Unnötiges Risiko mehr eingehen, weil er uns nicht wegschießen will. Vollkommen recht. Hier haben wir mal einen Blick auf unseren Handy, der einsam und verlassen die Gegend fährt. Jetzt sind die 13. Runde. 1,5 Sekunden noch übrig. Man kann es überhaupt nicht sehen, dass so langsam der Motor zusammenschmilzt und der Marek Hoffnung doch noch nicht aufgegeben hat. Ja, aus dem Chassis-Platz. Aber hat halt auch nicht mehr viel Zeit. Wir haben jetzt noch inklusive dieser 3 Runden. Und so wie es aussieht, gibt es noch der Chassis nicht auf, obwohl jetzt der Abstand mittlerweile nur noch ein bisschen größer ist. Wir bleiben hier vorne, weil sich hinten nichts weiter tut. Alle haben jetzt ungefähr den gleichen Abstand eingefahren, der sich so eingependelt hat. Das heißt, das letzte große Duell ist hier Jesse Kron gegen Marek Stutnika und der James Cook, der taucht so langsam schon als Überrundeter auf vor den beiden. Aber keiner gibt hier auf. Alle fahren sich ihr Rennen zu Ende. Eine sehr schöne Einstellung. Ja, Abstand ist immer einer so gut gefallen. Jetzt fangen auch so langsam die Reifen an zu schmieren. Und ich schätze mal, der Marek hat mich besser gehaushaltet mit seinen Reifen. Wir gehen jetzt in die 14. Runde. Marek Stutnika seine Chance noch bekommt, vielleicht, wenn der Überrundete den Jesse etwas aufhält. Hier sind wir bei Angel Gonzalez, Platz 8, sauberes Rennen. Ein sauberes Rennen. Und jetzt ist der Marek dran. Mal gucken, ob er seine Chance noch bekommt. Jetzt sind die beiden so langsam aufgelaufen. Mal, ob der James den beiden Platz macht oder ob er es denn genauso schwer macht wie unser Tuner. Aber es scheint auch, dass der James Cook, trotz dass er hier durch die Gegend schlittert wie ein Verrückter, nicht gewillt ist, einfach so zur Seite zu fahren. Beiden immer näher. Oh, da ist er aber jetzt in beiden Kurven gefahren. Und jetzt sehen wir es nochmal. Und hat den beiden die Türe aufgemacht, ohne dass sie sich den Kopf machen mussten. Ein bisschen zu schnell in die Kurve eingelenkt und Glück gehabt, dass er nicht ganz abgeflogen ist, kann die Kiste nochmal abfangen. Und weiter geht's. Natürlich ist er jetzt überrundet. Hier sind wir bei mir.
nach 120 Sekunden nach hinten kommen. Dann kommen wir wieder zurück hier zum spannendsten Duell. Und so langsam klebt der Marek dem Jesse im Heck und versucht ihm doch noch mal ein bisschen Feuer zu machen. Aber der Jesse, der hat sich wieder eingefangen. Hier einfach so oft. Hier sind wir mal beim Lauren vor Jahren. Platz 7. Nach vorne 40 Sekunden, nach hinten 27. Den zählt nur noch ordentlich ins Ziel zu kommen. Genauso wie Angel Gonzalez, der zwar nicht der schnellste ist. Ich schätze mal, der ist auch noch nicht so lange dabei, aber völlig sauber und anständig hier fährt. Mac Vincent, Platz 6. Lange Zeit um 5. gelegen. Oh, 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 was ist hier los? Da rodelt ein bisschen durch die Botanik, sehe ich gerade. Ja, wie vorhin ein bisschen zu weit rausgekommen, aber alles nochmal gut gegangen. Auto abgefangen. Und weiter geht's Richtung Ziel, werden wir hier uns beiden Kampfhähne sehen. Platz 1 und 2. Hier haben wir schon wieder den Wechselnden. Der, wo wie es aussieht, so langsam viel zu schnell den Faden verloren hat. Aber das Auto vernünftig abhängt und weiterfahren kann. Und mittlerweile die Abstände so groß, dass es da keine Angst haben muss, dass was passiert. Deswegen sind wir wieder vorne hier. Das einzig große Duell. Hier haben wir schon wieder den Speckwinsel, der, wo glaube ich, jetzt so langsam aus dem Konzept gekommen ist. Die nächste Kurve hat er nicht bekommen. Wieder Glück gehabt. Nichts passiert, kann er weiterfahren. Ja, der Marek, der klebt dem Jesse jetzt schon fast im Heck. Aber Jesse als Profi-Rennfahrer, ich glaube nicht, dass er sich hier irgendwie beeindrucken lässt davon. Er wird im realen Leben schon genug solche Situationen gehabt haben. Und ich glaube, wenn einer weiß, wie man mit solchen Druck umgeht, dann ist es ein Profi-Rennfahrer. Das hier auch durchfällt. So langsam geht dem Marek wie die Zeit aus. Wir überholen die beiden. Angel Gonzalez, der hier ganz fair und sauber Platz gemacht hat. Wahrscheinlich, weil er weiß, dass er sich dadurch auch eine Runde erspart. Und da, kurz vor der Ziellinie, oh, leider nicht geschafft, war ganz knapp dran, ich schätze mal noch ein, zwei Runden und er hätte die Führung verloren. So hat der Jesse das Rennen über die Ziellinie gebracht. Jetzt sind wir hier beim Platz 4, Enrico Leonhardt, Platz 3, sauber und problemlos eingefahren, genauso wie ich, Platz 4, ohne irgendwelche Zwischenfälle, 0 Inzidenz. Top 5 Position gesichert. Das heißt, Enrico und ich, wir haben wieder wichtige Punkte gemacht für die Meisterschaft. Wir kämpfen gerade jeder in unserer Sektion um die Krone in der Fanatec Global Challenge. Und so langsam kommen wir dem Saisonende entgegen. Und oh, hier geht der Laurent Bojan nochmal fliegen, Platz 6. Hat aber Glück gehabt, konnte die Kiste abfangen. Nicht weiter tragisch eingeschlagen. Man kann sich so praktisch über die Ziellinie retten. Während da vorne Beck Vincent im Dreck steckt. Schon wieder. Er hat jetzt in den letzten Runden, glaube ich, ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Jetzt qualmt die Kiste auch noch. Ich hoffe, dass der Motor eben die vordere Ziellinie hochgeht. Das sind ja nur noch ein paar Meter. Hier sehen wir auch nochmal, warum. Oh, er hat auf der Kuppe Gas gegeben und sich eingedreht und ist eingeschlagen. Hat er Glück, dass das Auto nicht gleich ganz komplett auseinandergefallen ist.
aber natürlich den Platz verloren. Schade. So ist er auf dem 7. Platz zurückgefallen. Und hier sehen wir nochmal Jesse Krohn, unseren Sieger. Herzlichen Glückwunsch. Alles andere wäre auch nicht angemessen gewesen, denke ich mal. Und hier haben wir nochmal das Final Result. Jesse Krohn, Frau Marek Stöpnika, Enrico Leonhard, Patrick Niese, Brian Gavin, Lauren Bojan, Beck Vincent, Angel Garcia Gonzalez, Evgeny Nizunov, John Bevins und Oliver Debuchés. Wobei John Bevins aufgegeben hat und Oliver Debuchés sich direkt nach dem Start ausgelockt hat. Schade. Also dann, hat mich gefreut und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut alle miteinander und bleibt gesund. Ciao. The number 75, the Black Tree Race Crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas looking left and right. He goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. Some ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverhale in the number 75. That puts him up to 11th in class. We just had the car go upside down in the chain. Pat 15, the Black Tree Race Crew car has rolled over and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going.